der Tunnel wird gebaut. Ne? Oh ja, der Tunnel wird gebaut. Die Familie wohnt an dem Ort, an dem die Straße entsteht, der Zugang zu dem Tunnel ist. Und die Häuser werden abgerissen. Und sie hat dann an dem Ort, also das ist sozusagen das ist noch eins der Räume, die noch stehen, aber die werden jetzt in naher Zukunft abgerissen. Und sie hat dort nochmal so traditionelle Riten wiederholt, aber immer irgendwie verändert, sodass sie witzig, also, oder dass sie damit spielt. Hier zum Beispiel ist eigentlich die Inszenierung einer männlichen Beschneidung und hat sie aber nur Frauen eingeladen, obwohl Frauen nie dabei sind. Also sie hat sozusagen die traditionellen Riten umgedreht. Ja. Und das ist sie selber. Mhm. Und in diesem ganzen Umbau haben die Mitbewohner des Hauses herausgefunden, dass ein Mann mal seine Frau umgebracht hat und im Garten verbuddelt und dann wieder eine neue Frau geheiratet und ist aber irgendwie die ganze Zeit untergegangen. Und jetzt, kurz bevor das Haus abgerissen werden sollte, ist der Mann gestorben. Das heißt, sie konnten ihn gar nicht mehr zur Rede stellen. Und jetzt mal die Künstlerin auf diesem Foto gräbt sie nochmal das Loch nach. Und sozusagen, sie wiederholt den Akt einfach mit allen, die zuschauen. Das ist ihre Familie und die Bewohner des Hauses. Also auch wieder eine sehr biografische Arbeit. Ja, ja. Das haben wir oft, wir hatten vorhin in deinen anderen Ausstellungen auch schon so ganz viele Künstler, die sich auf ihre eigene Biografie beziehen und das dann ausstellen. Mhm.